willkommen zu einem Video. Danke fürs Zuschalten. Heute ist mal wieder so ein schönes Thema dran, Dampfen. Wer glaubt, es wird selig? Nee, Scherz beiseite. Heute geht es mal wieder, wie gesagt, Thema Dampfen, Aromen in meinem Fall. Auch Shake and Wake genannt. Hier dieses Slushy Queen, Blueberry, Limonade. Auch hier wieder. Hier ist ein Aroma drin, wo ich den Rest mit Base auf kippen muss. Bei mir war es 70-30 mit 3 Milligramm Nikotin. Deckel zu, geschüttelt, fertig. 14 Tage stehen lassen. Das ist immer so ein optimaler Wert, den man auch gut einbehalten kann. Weil viele sagen, so verdampfbar. Ich würde es nicht empfehlen. Ich sage wirklich, stehen lassen eine Weile. Und dann wird das richtig gut und durchgereift. Das war ganz wichtig. So meine Erfahrung, was ich so gemacht habe in letzter Zeit. Ja, wie gesagt, der Geschmack soll angeblich sein, angenehm erfrischendes Dampferlebnis mit einer prickelnden Limonade aus süßen Blaubeeren, abgerundet mit einem Hauch von Pfirsich auf Eis. Jetzt bin ich mal gespannt, weil dieser Blaubeeren esse ich nicht, die schmecken mir nicht, in Kerne und weiß der Geier alles, aber man weiß, wie es aussieht, man weiß, wie es riecht. Ja, das bin ich mal gespannt, weil ich sag mal, man muss Neues probieren, auch wenn man es nicht isst, man kann es am nächsten Mal probieren zu dampfen. Wenn es ebenfalls nichts ist, ja, es war ein Versuch wert. Deswegen bin ich mal echt gespannt, weil ich habe schon mal gesehen bei Himbeeren, Himbeeren esse ich nicht. Aber als Getränk genial oder dampfen auch richtig genial. Deswegen bin ich mal gespannt. Süß ist es. Oh. So ein bisschen nach Eis schmeckt das schon. Ein bisschen nach Eis. Und Pfirsich auch. Dahinter konnte so die Blaubeeren. Also das haut schon fast hin, was da steht. Das haut hier schon fast hin. Geruch ist ebenfalls dasselbe, wie man so kennt. Sehr fruchtig. Aber wie gesagt, zum Wohl. Ich tue mal probieren. Und los geht's. Ja, Blaubeeren schmeckt es. Das ist kein Geruch von Blaubeeren, genauso schmecken so. Komischerweise, mir schmeckt das ja gut. Das die Blaubeere ist einfach mal genial. Es schmeckt ein bisschen frisch, Richtung. Leichte Eisnote ist mit bei. Leicht frisch war es wirklich minimal, aber verdammt süß. Ist nicht verdammt süß, aber süßlich, ja. Das ist schon mal ganz ordentlich, ja. Daumen hoch, schmeckt gut. Gefällt mir. Ich hab's stark beeindruckt, weil, wie gesagt, essen tue ich es nicht, aber dampfen, man kann sich dran gewöhnen. 2 plus. Ja. Das heißt, die Blaubeere ist stark im Vordergrund. Der Nachgeschmack ist sehr pfirsig. Ja. Soll noch drin sein? So Eis haben wir ja gesagt, so dezent. Okay, Limonade. Ist immer das Problem zu sagen, wie so Limonade an sich schmeckt, weil man kennt ja Limo als mit Kohlensäure und sowas, aber wenn man es weiß, könnte man denken, ja, die haben recht. Das war schwer zu sagen. Was ich noch weiß, Blaubeere, ja, Pfirsich, Nachgeschmack, ja. Ein Hauch, erfrischend ist es, schön süß ist es,
harmoniert sehr gut. Auch hier wieder biologisch eher weniger, ich würde schon sagen, leichte chemische Note hat es. Weil gut, ich kriege es auch nicht anders hin. Vielleicht, man weiß es nicht. Aber Chemiekasten hin und her, es schmeckt gut, man kann es dampfen. Das ist mal das Wichtigste. Für zwischendurch würde ich sagen, ja, dauerhaft. Das ist glaube ich eher weniger, da wird es mir irgendwann mal auf den Sack gehen hier. Tippt mal. Dafür gibt es auch andere, bessere Sorten. Aber ich sag mal, für zwischendurch, für ein paar Tage, ja, das reicht dann noch schon. Nachbestellen wisst ihr noch nicht. Muss man mal ein Bild machen. Vielleicht mal ein Angebot, aber ja, das ist ein anderes Thema. Man kann es dampfen. Wer auf Blaubeeren steht, ja, auf leichte chemische Note, ist ja willkommen. Ganz gerne probieren. Wer was Frisches mag, sehr identisch mit der Frucht, über Eis herum. Ich meine, da wird es was Besseres geben. Also im Großen und Ganzen gut gemacht. Man kann es dampfen. Daumen hoch. Ja. Da will ich euch auch nicht zu lange hier auf die lange Folter spannen, weil ich weiß, es ist schwer mir zuzugucken. Ich sehe öfters mal früh morgens mein Spiegelbild, das reicht mir auch schon für den ganzen Tag. Deswegen machen wir es mal wieder kurz und bündig. Ich bedanke mich fürs Zuschalten. Wer es noch nicht gemacht hat, kann gerne unten ein Abo da lassen. Wenn wie immer Fragen sein sollten, einfach Kommentar schreiben. Antwort kriegt er, wenn es normale Fragen sind. Und gerne ein Däumchen da lassen, hoch wie runter. Freies Land, wisst ihr ja von mir mittlerweile. Ich bin ja auch offen und ehrlich. Und ja, ihr könnt auch gerne die Glocke betätigen, so seht ihr erstmal, wenn das Video hochgeladen wird, wenn Interesse besteht. Man hat ja viele Themen. Wenn nicht, einfach sein lassen. Ist dann auch schön. Ich bin ja nicht so. Wie gesagt, ich verabschiede mich. Würde mich freuen, dass wir uns wiedersehen zum nächsten Video. Bis dahin sage ich schönen Tag noch. Auf Wiedersehen und bis dahin gut Dampf.